Was geht ab, Pyros? Heute gibt es für euch ein neues Video und zwar das Aldi Süd Feuerwerksprospekt, aber ohne Preise. Und ja, dieses Jahr ist irgendwie alles komisch. Lidl veröffentlicht nicht alle Preise. Aldi schreibt auch gleich einen Preis folgt. Und es herrscht dieses Jahr wirklich sehr, sehr starker Preiskampf in den Discountern. Jeder wartet auf den anderen, wann er ein Prospekt release mit Preisen, damit der das anpasst. Und die Preise, die man veröffentlicht hatte, die was wahrscheinlich rein theoretisch gestimmt hätten, die wurden jetzt auch bestimmt wieder angepasst an das Lidl-Prospekt und dann wird auch noch was anderes angepasst. Also wirklich dieses Jahr sehr, sehr komisch. Auf jeden Fall packe ich euch das Aldi Süd Feuerwerksprospekt unten in die Videobeschreibung rein. Sonst würde ich sagen, wir starten einfach rein in das Prospekt, wenn man es so nennen darf, aber ohne Preis halt. Ab geht's. So. Erste zwei Seiten. Auf der ersten Seite sieht man das Party Fever, das Pyro Superstars, das Camelot, das Star Hunter, Donnerstag Highlight und auch das Avalon. Dann geht's hier weiter mit dem Lancelot. Die Double Power sind hier drin, nicht so wie beim Lidl, aber dafür hat der Lidl die Double Crusher. Dann hier noch Ivanhoe und viel Glück. Die Preise, was damals so waren, waren 8,45 bei denen. Dann hier Camelot, weiß ich gerade nicht, Star Hunter war bei 5,99 bzw. 4,99. Wie auch die Double Power bei 4,99 und die Ivanhoe viel Glück waren bei 11,99, aber das wird alles zu 100% angepasst. Dann geht's weiter, zweite Seite Jackpot, dann hier Magma Monster oder Spooky, dann Art of Light bei 17,99 war das, aber wird auch 100% angepasst, wie auch das Supernova. Dann Pegasus, die Eruption, die Artus, die Poison und die Tristan. Also bin gespannt, was das alles kosten wird und wann es wirklich veröffentlicht wird, weil es muss ja irgendwann demnächst alle Preise veröffentlicht werden. Dann Van Gogh hier, die Drachenzauber, die Parzival, die finde ich jetzt nicht so geil, muss ehrlich sein. Die Big Bombastic ist eine gute Batterie, Copernicus finde ich auch nicht gut, bin ich euch ehrlich, die Galaxy auch nicht. Dann die Heavy Metal, bin gespannt, wie der Preis hier ausschaut. Geheißen hat 17,99, glaube ich aber nicht. Letztes Jahr war der Preis 12,99, das heißt eventuell einen Euro oder 2 Euro, schätze ich, also 14,99 eventuell. Dann hier die Witchcraft, dann hier die Rockstar, auch eine sehr, sehr geile Batterie, hatte ich aber leider noch nie. Dann die Eternity, die Rowdy, eine Neuheit, die Blowout, dann Midnight Hunter, Dragonfire, dann die ganzen Verbünde. Und ja, das war es auch so mit dem Aldi Süd Feuerwerksprospekt. Also, ja, man kann halt wirklich nicht viel dazu sagen. Man muss halt abwarten, was die Batterien kosten werden. Und ich bin auf jeden Fall safe am 28.12. bei Aldi Süd. Ich werde mir einiges mitnehmen. Also, was ich mir definitiv mitnehmen werde, ist hier das Star Hunter einfach so zum Testen. Dann wieder mal die Double Power hatte ich schon lange nicht mehr. Dann bei den Raketen nehme ich nichts mit, weil in Österreich andere Füllungen herrschen und meistens Funke-Raketen und sowas in dem Preissegment sowieso besser sind, meiner Meinung nach. Genau, dann werde ich mir auf der zweiten Seite den Jackpot mitnehmen, einfach so Art of Light habe ich noch. Dann eine Artus eventuell und eine Poison hier als Standard-Klassiker immer dabei, Tristan glaube ich nicht. Dann hier Van Gogh nehme ich mit. Die Big Bombastic hatte ich letztes Jahr. Heavy Metal werde ich mir mitnehmen. Und eventuell die Rockstar. Die Rowdy nehme ich mir mit. Das ist safe, eine Neuheit. Die Eternity glaube ich nicht. Und ja, Dragonfire glaube ich auch nicht. Und ja, das war's eigentlich. Mal gespannt, ob es das Dynamite Bag noch gibt. Aber wie es ausschaut, leider nicht. Und auch die Kubis auch nicht. Leider. Und ja, ich hoffe, euch hat das Feuerwerksprospekt ohne Preise gefallen. Und ja, haut rein und ciao. Faszination, dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvesterfeeling legendär. Silvesterfeeling legendär. Faszination, dieses Gefühl, dieses
dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvester-Feeling legendär. Silvester.